Anleitung zur Entfernung der persönlichen Schutzausrüstung. Bitte beachten Sie, dass das im Video genutzte Material beispielhaft ist und sich in Art und Farbe von dem in Ihrem Bereich verfügbaren unterscheiden kann. Dies ist Günther. Er hat den Patientenkontakt. Dies ist Claudia. Sie wird Günther gegebenenfalls assistieren. Claudia wird einen Abstand von mindestens 2 Meter von Günther einhalten. Beide Mitarbeiter sind in der korrekten Handhabung von Schutzausrüstung geschult. Falls Claudia nicht verfügbar ist, wird Günther mit der folgenden Anleitung in der Lage sein, das Ablegen der Schutzkleidung nötigenfalls unabhängig durchzuführen. Seien Sie beim Ablegen der Schutzausrüstung besonders umsichtig. Hierbei besteht hohe Kontaminationsgefahr. Die Handschuhe sind von außen kontaminiert. Als erster Schritt wird der äußere Teil des Handschuhs mit der gegensätzlichen Hand zur Hälfte abgestreift und in der Hand gehalten. Der andere Handschuh wird mit der gegenseitigen Hand ebenfalls von außen angefasst und langsam nach unten abgestreift. Dann werden beide Handschuhe in dem vorgesehenen Abfallbehälter entsorgt. Führen Sie jetzt eine hygienische Händedesinfektion durch. Die Kittelvorderseite sollte als kontaminiert angesehen werden und daher sollte die Entfernung des Schutzkittels umsichtig erfolgen. Öffnen Sie als erstes das Klettband am Hals, danach das an der Hüfte. Achten Sie dabei darauf, nicht mit der Kittelvorderseite in Berührung zu kommen. Daraufhin rollen Sie den Kittel langsam von den Schultern herunter. Dabei fassen Sie nur den Innenbereich des Kittels, der ja nicht kontaminiert ist, an. Zuletzt rollen Sie den Kittel von innen zu einem Bündel zusammen und entsorgen diesen im vorhergesehenen Patientenabfall. Führen Sie jetzt eine hygienische Händedesinfektion durch. Als nächstes entfernen Sie bitte den Augenschutz. Es ist wichtig, aufrecht zu stehen, damit der Unterrand des Visiers oder der Brille nicht mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt. Schließen Sie die Augen und nehmen Sie dabei den Augenschutz ab. Führen Sie jetzt eine hygienische Händedesinfektion durch. Jetzt können Sie das Zimmer verlassen. Die FFP2-Maske wird erst nach Verlassen des Patientenzimmers abgenommen und entsorgt. Nach Verlassen des Zimmers führen Sie erneut eine hygienische Händedesinfektion durch. Falls Sie eine eigene Brille tragen, entfernen Sie diese jetzt vor dem Entfernen der Maske. Die Brille kann mit einem Desinfektionstuch desinfiziert werden. Die Abnahme der Maske sollte, wenn möglich, unter Aufsicht eines geschulten Beobachters erfolgen. Dieser hält dabei einen Abstand von mindestens 2 Metern ein. Das Entfernen der Maske sollte langsam erfolgen, da die Außenseite vorne als kontaminiert angesehen werden muss. Die Außenseite sollte auf keinen Fall mit den Händen angefasst werden. Fassen Sie mit beiden Händen das untere Band am Hinterkopf und versetzen Sie dieses nach oben, sodass beide Bänder zusammenliegen. Heben Sie beide Bänder an, schließen Sie die Augen und führen Sie die Bänder langsam über den Kopf. Lassen Sie dann die Maske in den hierfür vorgesehenen Abfallbehälter fallen. Führen Sie jetzt eine abschließende hygienische Händedesinfektion durch.